wir sind als Professoren berufen an die Universität Mannheim und sind beurlaubt für die wissenschaftliche Tätigkeit hier am Institut. Das fängt an damit, dass man unheimlich viel lesen muss, schreiben muss, aber man organisiert auch Konferenzen, man fährt auf Konferenzen, man lernt also auch unheimlich viele neue Orte kennen, national wie international. Man tauscht sich mit Kollegen und Kolleginnen aus, man hat einen sehr engen Kontakt zu Studierenden. Man berät Studierende, man muss Studierende leider manchmal auch bewerten. Also das ist essentiell, ne, dass wir uns darüber abstimmen, über welche Forschungsthemen wir arbeiten, ob wir ähnliche Methoden verwenden, welche Methoden andere verwenden, ob sie damit weiterkommen und so weiter. Insofern ist das ein ganz wichtiger Teil. Darauf achten, dass einen das Studienfach wirklich mitreißt, dass man fasziniert ist von dem, was man dort lernt, dass man sich gerade aus weiblicher Perspektive einfach traut, so einen Gedanken zu denken, wie dass man Professorin werden möchte. Man muss zu einer Karriere in der Wissenschaft wissen, dass sie nur bis zu einem bestimmten Grad planbar ist.